Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch mit folgendem Geräusch. Dieser Ton klingt hier seit einigen Tagen und Wochen durch die Hallen und das geschieht nicht zur Freude von jedem Bewohner dieser Wohnung. Aber naja, das ist ein Problem, das sicherlich viele von euch kennen. Es geht heute um das Giant Mouse Nazca, wie man auch will. Ich hatte es euch in meinem Neujahrsvideo ja schon angekündigt bzw. in einem kleinen Unboxing herausgeholt mit euch. Dies ist eine Leihgabe vom lieben Janosch, besser bekannt als Ereson, der Messerliebhaber, Messersammler, Messerdesigner bei Midgards und mittlerweile sogar Messermacher ist. Janosch, vielen lieben Dank, dass du mir dieses Messer ausgeliehen hast und ja noch ein paar andere. Wir haben hier noch das Demco AD205. Das demnächst auch mal vorgestellt werden soll und auch das neue Midgards Utgard Nano habe ich von ihm leihweise erhalten. Extrem großzügig, gerade auch, weil er es mir für so lange Zeit zur Verfügung stellt. Also ich muss das nicht innerhalb von einer Woche wieder zurückschicken und kann da nur einen ersten Blick drauf werfen. Nein, ich darf die Dinger richtig testen und das, wie gesagt, ist absolut großzügig. Ganz lieben Dank. Schaut bei Ereson vorbei auf Instagram. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Infobox. Kommen wir aber zu dem Messer. Das Nazca, benannt nach den Geoglyphen in Peru, ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Messer in der Reihe von Giant Mouse. Giant Mouse, sicherlich den meisten von euch ein Begriff, das Danish Dynamite, unser Dreamteam aus der Nachbarschaft Jesper Voxnes und Jens Ansel mit ihrem amerikanischen Geschäftspartner zusammen haben sie Giant Mouse gegründet. Und sind damit ja auch absolut erfolgreich und berühmt in der Messerszene. Generell sind Giant Mouse Messer ja aber eher etwas runder angelegt, oft so ein bisschen knubbelig, möchte ich fast sagen. Und da sticht das Nazca auf jeden Fall heraus. Und ich muss sagen, ganz am Anfang war es mir ein Stück zu aggressiv. Aber im Laufe der Zeit habe ich es absolut lieben gelernt und bin richtig begeistert von dem Messer. So viel nur vorneweg. Produziert wird es von Bestech und ja, es besticht auch durch das neue Verriegelungssystem. So neu ist es natürlich an sich nicht. Im Prinzip ist es nämlich ein Access Lock, aber hier haben wir den Crossbar, also die Interpretation des Access Lock von Giant Mouse. Und das funktioniert einfach butterweich. Es macht Spaß, es hat einen riesigen Fidget-Faktor, ein geniales Teil. Aber der Reihe nach. Schauen wir es uns mal an. Es gibt dieses Messer in zwei Versionen, einmal in einer Titan-Version und wie in diesem Fall hier in einer Mikata-Version, die mir aber, wenn ich mir dieses Messer selbst kaufen würde oder gekauft hätte, auch besser gefällt, für die ich mich entschieden hätte. Ein wunderschönes Canvas Mikata, das super gut in der Hand liegt. Es ist hier auch schon ordentlich nachgedunkelt, wenn man das so mit Produktfotos vergleicht, aber das ist etwas, was ich an Mikata sehr liebe. Und was dem Messer dann nochmal so einen eigenen Charakter, so einen eigenen Charme gibt, selbstverständlich. Die Besonderheit bei diesem Messer ist ganz augenscheinlich die Linienführung und Formgebung. Deutlich spitzer, deutlich giftiger hier. Und das ist auch das, was mir am Anfang nicht so zugesagt hat, weil es mir ein wenig zu aggressiv wirkte. Es ist aber eine extrem taugliche Klinge, dazu komme ich gleich nochmal. Aber auch wenn man sich das Messer insgesamt im Profil so ein bisschen anschaut und hier nochmal im Griff diese Linien verfolgt, dann versteht man absolut, wie es zu diesem Namen gekommen ist und die Anspielung auf die berühmten Geoglyphen in der Wüste Perus. Und nun wollen wir das aber mal von vorne nach hinten durchgehen. Fangen wir mit der Klinge an. Wir haben hier eine Klingenlänge von 8 cm bei einer Gesamtlänge von 19 cm. Die Klinge aus extrem schnitthaltigem Böhler M390 Stahl, einer der beliebtesten Stähle, die man derzeit so haben kann. Und ja, wie gesagt, am Anfang mochte ich die Klinge nicht so sonderlich, weil ich sie rein aus dem Aspekt der Sozialverträglichkeit irgendwie ein bisschen zu giftig, ein bisschen zu aggressiv fand. Aber mindestens oder spätestens im Gebrauch habe ich sie absolut zu schätzen gelernt. Die Klingenform bringt beim Schnitzen richtig Spaß, weil wir immer den guten Winkel haben, um da in das Stöckchen oder das Schnittgut einzudringen und ordentlich Kraft aufzuwenden.
Aber gleichzeitig bietet uns diese sehr spitze Klinge dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei filigraneren Arbeiten gezielter und konzentrierter und besser arbeiten zu können. Ich habe das insbesondere dann gemerkt, wenn ich einen Apfel geschnitten habe und dann aus den Schiffchen so das Kerngehäuse raustrennen wollte, dann lässt sich das hier vorne einfach doch deutlich besser führen. Durch diese spitze, schmale Klinge, dann kommt man deutlich besser um die Kurven. Also im Praxiseinsatz absolut zu gebrauchen und sehr gut umgesetzt. Dann haben wir auch das Jimping hier oben, das wirklich mal da sitzt, wo man es braucht. Nicht einfach aus lauter Gewohnheit hier direkt am Anfang der des Klingenrückens, sondern da, wo der Daumen auch hinwandert, wenn man das Messer in der Hand hat. Wir haben hier, ja, Fingerchoil ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber es ist ja hier diese Aussparung drinne. Die passt natürlich insgesamt in die Formgebung, in die Linienführung, aber ich finde es immer schade, wenn ich merke, dass da, wo ich die Kraft aufwenden will, mir einfach so ein bisschen Klinge fehlt. Vielleicht ist es sogar technisch begründet, das weiß ich jetzt nicht genau. Man könnte es als eine Art Fingerchoil nutzen, um in den Vorgriff zu gehen. Das funktioniert auch noch ganz gut, aber scheint mir nicht so wirklich dafür gedacht und ja, es reicht natürlich auch, wenn man einfach im Griff ganz nach vorne geht. Man kann gut Kraft aufwenden, also das ist sehr tauglich. Ich hätte das hier rein aus der Handhabung heraus nicht gebraucht. Für die Optik passt es und vielleicht ist es, wie gesagt, sogar konstruktionsbedingt. Ansonsten hat diese, ja, wie soll man eigentlich sagen? Ich würde jetzt vielleicht mal, wenn wir von der Geometrie sprechen, das eine modifizierte Clip-Point-Klinge nennen vielleicht. Schönes satiniertes Finish, absolut schön zu sehen, sehr clean gehalten. Wir haben hier nur auf der Rückseite einmal das Logo, die Ace-Beschriftung und die Stahlbezeichnung. Das finde ich auch gut gelöst und dann den beidseitig zu verwendenden Daumenpin. Beim Griff sticht natürlich als erstes dieses wunderschöne Canvas Micarta ins Auge, das auch so satt und so gut in der Hand liegt. Also das hatte ich beim ersten Auspacken schon und sobald ich das Messer in die Hand nehme, merke ich, es liegt so, wie es liegen soll. Es fügt sich perfekt in die Hand ein. Hier mit diesen interessanten Linien, die wir hier so haben, denkt man im ersten Moment, okay, wie soll denn das eigentlich bequem in der Hand liegen? Aber nein, es passt perfekt. Auch der Drahtclip stört in keinster Weise. Ein sehr tauglicher Clip, um darauf nochmal einzugehen. Er ist schon sehr fest, aber er schmiegt sich dann doch gut über die Hosentasche. Wenn man mit diesem sehr schönen glatten Micarta, das aber trotzdem griffig ist und in der Hand sicher liegt, dann das über das Bündchen schiebt, funktioniert das wunderbar. Hier hinten haben wir noch den schönen Akzent mit dem Messing Spacer, in dem auch eine Lanyard-Öse noch verbaut ist. Und ansonsten ist natürlich gerade durch diesen Lock, dafür spricht der Access Lock an sich ja, in diesem Fall der Crossbar Lock, aber die Kombination aus Crossbar-Lock, der sich von beiden Seiten betätigen lässt, mit beidseitigem Daumenpin und umsetzbarem Clip, ist es natürlich ein geniales Messer, auch für Linkshänder. Und das finde ich immer schön gelöst, wenn man da einfach auf die Symmetrie achtet. Der Pocket Clip ist nicht so richtig Deep Carry, aber naja, darüber lässt sich hinwegsehen. Und wie gesagt, das, was sich einfach sofort zeigt und dieses Messer ausmacht, ist diese geniale Handlage. Satt und voll und sicher. Das liegt zum Arbeiten in der Hand. Also das will genutzt werden, das merkt man sofort und das macht einen Riesenteil des Spaßes bei diesem Messer aus. Und wo wir gerade beim Griff sind, noch ein kleiner Blick in die Liner. Sowas finde ich nämlich auch total sympathisch und genial gelöst. Wenn man hier nämlich mal schaut, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, ist dort in der Innenseite das Logo mit den beiden Namen Vox und Ansö eingelasert. Da muss man schon richtig nachsuchen oder man stößt, wie in meinem Fall, durch Zufall drauf. Und sowas finde ich einfach genial, wenn das nicht so mit dem Holzhammer daherkommt, sondern so ein gewisses dänisches Understatement. Ja, ich mag sowas, ein kleines Easter Egg, das man erstmal finden muss. All das für sich genommen macht dieses Messer natürlich schon absolut gelungen, aber die Besonderheit in diesem Fall ist natürlich noch der überaus gelungene Crossbar-Lock. Das bietet einfach so viel Spielspaß. Die Klinge läuft hier auf den Keramikkugellagern absolut sanft und schnappt dann super ein.
Man hat hier einen extremen Fidget-Faktor. Ihr seht es an dem Grinsen in meinem Gesicht. Ich kann gar nicht aufhören, mit diesem Messer zu spielen. Alle weiteren Öffnungsmethoden sind selbstverständlich genauso möglich. Mit dem Daumen, mit dem Mittelfinger. Man kann dieses Messer auf zig Arten öffnen und auf jede macht es auch Spaß. Dafür ist natürlich auch der Drahtclip hier ein guter Ankerpunkt für die Finger, um dem Spielspaß hier auch einen sicheren Halt zu geben. Hier passt einfach das gesamte Rundumpaket, ein super taugliches EDC-Messer mit einer interessanten Linie und vielen interessanten Details. Ich bin schon ein bisschen wehmütig, dass ich dieses Messer bald wieder abgeben muss, aber naja, so ist es nun mal. Zuallererst bin ich natürlich einfach nur sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, es ausgiebig zu testen und damit herumzuspielen. Ja, aber es wird schwer, es wieder ins Paket zu packen und zurückzuschicken. Ein wirklich geniales Messer. Das soll es nun aber auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen unterhalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Giant Mouse Nazca haltet. Welche Messer habt ihr vielleicht von Giant Mouse so im Gebrauch? Oder welche Erfahrungen habt ihr vielleicht auch mit diesem Messer gemacht? Ein dickes Dankeschön nochmal an den lieben Janosch. Schaut alle bei ihm bei Instagram vorbei. Wenn euch der Quatsch hier gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert sogar den Kanal. Das würde mich riesig freuen und dem Kanal helfen. Und ansonsten sage ich wie immer, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Horrido! Ja, geiles Teil.